Steffi, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Wie soll man sich denn in dieser Atmosphäre von seinem wöchentlichen Seminar erholen? Ja, guck dir das doch mal an. Die Wichtel, die haben den Kalender total dreckig geliefert. Das sieht doch nicht schön aus. Ach, ich halte das mit dem Putzen genauso wie mit der Uni. Nur am 6. Samstag des Monats. Schmutz halte ich generell für Fake News. Mit Putzen macht man sich lieber nicht mehr Arbeit als mit der Uni. Aber Martin, es ist doch schon der 1. Dezember. Und wir können den Kalender nämlich einfach so dreckig aufmachen. Oh doch, das können wir. Hä? Bin ich denn vom Kalender in diese Toilette gekommen? Das ist doch Mensch, das sieht man, das muss hier. Passt da doch auch nicht. Das muss passen. Quatsch. Siehst du, warum haben wir überhaupt das schwierige Puzzle ausgesucht? Wer seid ihr? Hände weg von dem Puzzle! Wir sind die Heiligen Drei Könige. Ich bin Kaspar. Ich bin Melchior. Und ich bin Balthasar. Was macht ihr in unserem Kalender? Wir schauen uns die Sterne an. Seht ihr? So, das heißt, ihr seid Astronomen. Ja, dann. Das auch. Aber eigentlich warten wir auf einen neuen Stern, der bald auftauchen soll. Die Prophezeiung besagt nämlich, dass dieser Stern uns zur größten Geburtstagsfeier überhaupt bringen wird. Das wird der Hammer. Unser Geschenk wird das Highlight des Abends sein. Um Weihnachtsgeschenke muss ich mich auch noch kümmern. Was verschenkt ihr denn dieses Jahr? Kupfersulfat. Kaliumnitrat. Und Strontiumnitrat. Und wozu soll das gut sein? Die Salze sind für unseren Partyhit. Feuertornados. Dafür braucht man Schälchen mit Alkohol und den Salzen, halbe Glasrohre und natürlich Feuer. Wow, die bringen einen ganz schönen Partylaune mit ihren bunten Flammen. Ja, das sieht echt schön aus. Aber wieso haben die Flammen jetzt so unterschiedlich geleuchtet? Und wieso drehen die sich eigentlich? Im Alkohol, da sind unsere Spezialzutaten drin, diese Salze. Und die Wärme der Flamme regt die Salze zum Leuchten an. Genauer gesagt die Metallionen da drin. Und jedes dieser Ionen hat seine ganz eigene Farbe. Natrium zum Beispiel leuchtet immer orange und Kupfer immer grün. Und sie drehen sich, weil wir diese Glashalbrohre darum gestellt haben. Die Luft wird durch die Flamme erwärmt und steigt nach oben. Das bedeutet, dass neue kalte Luft nachströmt. Und das passiert hier durch diese Schlitze und durch die Form der Glasrohre passiert das im Kreis. Und genauso dreht sich dann auch das Feuer im Kreis. Wow, das war ja echt cool. Und euer Stern ist auch aufgetaucht. Das heißt, wir können los! Es ist schon dunkel. Oh nein! Jetzt finden wir den Weg ja gar nicht mehr. Was machen wir jetzt? Also, wir haben noch diese Sprühflaschen hier und ihr könntet doch einfach die Alkohol-Salzlösung da reinfüllen, das anzünden und dann könntet ihr euch den Weg damit erleuchten. Ja, super, danke. Dann können wir jetzt los. Auf geht's!